So, hallo, hier ist wieder René von Immobilien leicht gemacht. Heute mit einem neuen Video und heute soll es darum gehen, was sind die größten Fehler beim Immobilienkauf? Und die Fragen, die ich heute beantworten möchte oder einfach mal reflektieren möchte, sind einerseits, was sollte ich vermeiden beim Immobilienkauf? Und das andere ist, was sind die Punkte, die den Vermögensaufbau mit Immobilien auf jeden Fall hemmen oder erschweren? So, los geht's. Den Fehler Nummer eins, den ich immer wieder wahrnehme, ist, dass Immobilien gekauft werden, die einem gefallen. Oder halt nicht gekauft werden, weil einem irgendwas an der Immobilie nicht gefällt. Und das ist einfach eines der größten, wichtigsten Themen schon mal, weil bei Immobilieninvestments zählt erstmal Rendite, Rendite, Rendite. Und Investitionen oder Anlagen, die man tätigt, müssen sich rechnen. Und dabei ist ganz klar, für mich zumindest mal festzuhalten, Schönheit ist ungleich Rendite. Und deswegen wäre ganz wichtig, rechnet durch und lasst euch nicht von Emotionen da leiten. Fehler Nummer zwei, den ich immer wahrnehme, ist, das Eigenheim auf Pump zu kaufen, bevor man in irgendwelche Anlagen, Güter, vermietete Objekte investiert. Was ist da der Grund dafür, warum das so ein schwerwiegender Fehler ist? Einerseits, ihr bezahlt das Eigenheim auf Pump aus versteuertem Einkommen. Ihr habt häufig oder eigentlich keine Möglichkeit, irgendwelche Steuervorteile nutzen zu können. Ihr zieht euch Eigenkapital aus der Tasche, was euch dann wiederum für die Investitionsstrategie in fremdvermietete Immobilien fehlt. Und ganz häufig, wenn ihr das Thema durchrechnet, werdet ihr feststellen, dass es wirtschaftlich eigentlich Unsinn ist, sowas zu tun, weil es entweder keine oder eine negative Rendite gibt und dementsprechend natürlich Mieten des gleichen Objektes viel günstiger ist, wie das gleiche Objekt im Endeffekt zu kaufen. Da gibt es eigentlich nur ganz wenige Ausnahmen, vielleicht mal in der einen oder anderen D-Lage, wo das mal umgekehrt wäre, aber im Großen und Ganzen ist das eigentlich der Fall. Und dann kommt eigentlich noch psychologisch ein ganz wichtiger Punkt dazu: Es hält euch im Hamsterrad gefangen. Es hält euch in einem Abhängigkeitsverhältnis, weil er vom Prinzip her das Eigenheim emotional halten wollt, beziehungsweise ihr aus Erwerbseinkommen das Ganze finanzieren und abzahlen müsst. Ein weiterer Fehler, den ich immer wieder feststelle oder wahrnehme, ist, dass für irgendwelche Familienmitglieder oder spätere Generationen irgendwas gekauft wird. Kauf für Kinder, Kauf für irgendwelche Verwandtschaftsgrade. Da muss man ganz häufig eigentlich mittlerweile sagen, die Zukunft ist so dynamisch und so unbestimmt, dass es heute niemand von uns in die Zukunft schauen kann und sagen kann, wo mal Kinder vielleicht leben oder studieren wollen oder arbeiten wollen. Und dadurch natürlich ein ganz wichtiger Punkt ist, niemals das Vermischen von Beruf und Investments mit Privataktivitäten. Also es ist auf jeden Fall ein ziemlich großer Fehler, das zu tun, zumal es dann auch beim Finanzamt ganz häufig immer Schwierigkeiten gibt. Das geht schon los beim Eigenheim, wo dann irgendein Büro drin gemacht wird, einfach um irgendwas absetzen zu können. Also es sind immer gefundene Fressen für die Finanzämter. Ein weiterer Fehler ist generell eigentlich immer fehlende Vorbereitung, fehlende Zielvorstellung, fehlende Marktfinanzierungskenntnisse und dann natürlich auch Fehler, die generell bei der Finanzierung passieren. Also das ist natürlich elementar wichtig, dass ich irgendwo einen Plan brauche, wenn ich Immobilien oder eine Immobilie kaufen mag, dass ich zumindest ein klares Bild habe, was will ich haben, wie will ich es haben. Das kombiniert sich dann eigentlich immer schon mit dem Fehler 5, dass unwahrscheinlich häufig dann wiederum zu schnelles Handeln wahrgenommen wird von mir, wo dann irgendwie eine Emotion oder ein Wunsch einleitet, statt Rationalität. Und das dann ist meistens noch kombiniert, dann, dass dann die Immobilie auch noch nicht mal einer genauen Detailprüfung unterzogen wird und dadurch natürlich ganz wichtig, nehmt euch immer jemanden dazu, vielleicht wie einen Sachverständigen oder eine externe dritte Person, einen Bekannten, einen Freund, der nicht so emotional ansteckbar ist, wie ihr vielleicht selber. Und damit habt ihr immer so eine Art, ich sag mal, Prüfmechanismus, bei solchen Themen dabei. Für mich auch Fehler 6, der häufig von mir wahrgenommen wird, ist, dass völlig unterschätzt wird, das Thema Lage, Lage, Lage. Das ist das Einzige bei einer Immobilie, die nicht veränderbar ist. Und deswegen achtet darauf, dass ihr immer auf eine Lage Wert legt für eure Objekte, die Potenzial hat, sich zu verbessern oder zumindest Potenzial hat, sich nicht zu verschlechtern. Oder gleichzeitig, wenn es das Beispiel mal irgendwann in der Zukunft doch das eigene Objekt ist, was ihr vielleicht aus eurem Cashvermögen kauft oder bezahlt, dann vom Prinzip her achtet einfach drauf, dass die Wohnlage, die Nachbarschaft, die Infrastruktur so ist, dass ihr euch da einfach wohlfühlt.
Und als letzte Fehlerkategorie, ich will es jetzt bewusst mal nicht als Fehler 7, 8, 9 oder sowas titulieren, aber zumindest mal als Fehlerkategorie sind generell irgendwelche Sonderformen von irgendwelchen Immobilien, wie zum Beispiel Ferienapartments oder Pflegeapartments oder irgendwelche großen Luxusapartments. Bei allen diesen Kategorien passiert eigentlich immer eins. Generell ist ja immer eigentlich zu sagen, der Immobilienmarkt ist ein lokaler Markt. Also immer die lokalen Profis machen die besten Geschäfte. Sehr häufig sind solche Themen wie Ferienapartments, Pflegeapartments, Luxusapartments teuer im Unterhalt. Sehr häufig sind die Betriebskosten enorm hoch, die Verwaltungskosten, irgendwelche Vermittlungsbüros. Und dementsprechend ist natürlich die Rendite sehr häufig auf dem Papier vielleicht gegeben, aber in der Realität unwahrscheinlich häufig viel geringer, wie das, was mal angegeben worden ist. Und gleichzeitig natürlich wird diese Emotionalität dann wieder angesprochen, da irgendwas entweder zu vermischen, nämlich ihr könnt vielleicht Urlaub machen, parallel wird es vermietet in einem Ferienapartment oder irgendwas mit der Demografie und dem Pflegeapartment zu machen. Aber es wird unterschätzt, dass gegebenenfalls nur ein Nutzer vorhanden ist, der das vielleicht mietet und dann vielleicht ausfallen könnte. Oder natürlich bei Luxusapartments, wo auch in der Tendenz eher ein kleiner Markt vorhanden ist und damit auch wieder eine schlechte Rendite. Und dadurch wäre natürlich dieses Segment für mich mal generell darunter verbunden, dass wenn kleine Märkte dabei sind, gewisse Spezialmärkte dabei sind oder Emotionen einleiten, der Markt, ich sage jetzt mal, dadurch ein bisschen undurchsichtiger ist oder vielleicht, ich sage mal, anfällig ist für eine gewisse Abzocke, die dann möglich ist, weil man vielleicht die regionale Kenntnisse oder das Netzwerk nicht hat, ist natürlich dann hochgradig eine Herausforderung. Also daher, meine Tipp wäre auch, lasst von solchen Themen einfach die Finger weg und konzentriert euch im Fazit einfach auf grundsolide Immobilien, wo ihr eine große Nachfrage feststellt, wo ihr Rendite erzeugen könnt. Lasst Emotionen aus dem Spiel, versucht euch, sag mal, über Neutralitätspunkte da ranzutasten und vermeidet diese Fehler, die zumindest mal hier aufgeführt sind. Gut, das war jetzt mal aus meiner Erfahrung so die wichtigsten Punkte, auf die man da achten kann oder Fehler, die man vermeiden sollte. Wenn ihr weitere Punkte habt, lasst die gerne in den Kommentaren. Ich freue mich auf deinen regen Austausch. Für die Zuschauer, die den Kanal noch nicht abonniert haben, ich freue mich über euer Abo und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, euer René von Immobilien leicht gemacht. Tschüss.